Hampi war vor 500 Jahren die Hauptstadt Südindiens. Überall verstreut finden sich Ruinen, die an die einstige Pracht der Stadt erinnern. Thomas, einem alten Kumpel aus Kiel, den ich zufällig traf, lerne ich dieses Pärchen kennen, das vorhatte, mit einem selbstgebauten Floß aus alten Plastikflaschen flussabwärts zu reisen. More bottles, I mean, to you have your weight. Yes. And then luggage. Without our weight, we're floating. Was ist der Grund für die Demonstration in Hampi? Der Grund liefert die UNESCO. Sie wollen eine Art Museum aus Hampi machen. Wir sollen unser Dorf verlassen. Wir sind hier geboren, wir leben hier, wir wollen nicht weg. Yeah, you are born here in Hampi. Sind hier geboren? Yes, I born also in Hampi. Ja, genau. Yeah. So, and, the UNESCO, die UNESCO will Geld an die Regierung zahlen. Wie handelt es sich da? For Hampi. How much is it, you know? In the newspaper says 600 crores. In der Zeitung stand etwa 600 crores. Das sind 300 Millionen Mark, um die Ruinen zu schützen. Aber hier sind nicht nur Monumente, sondern hier ist auch ein Tempel, der noch genutzt wird. Jeden Tag kommen etwa 1000 Pilger nach Hampi. Sie brauchen etwas zu essen. Wenn sie hier nichts zu essen bekommen, können sie nicht kommen. Dann wird Hampi zur Geisterstadt. Living here is a nice place, and in the year 4 or 5 times there functions thousands of people coming. Das wollen wir nicht. Es sind einige religiöse Festivals jedes Jahr, bei denen Millionen von Menschen kommen. These are 4 main functions and festivals every year. Yeah. So that time the people need essential things and also food for accommodation, everything. So that's why, if they say you have to move, you have to leave from Hampi, then how they can celebrating these functions, all the festivals, this we can't understand. And they have no answer for these questions also. So let us see what's going on. So is it possible that the people... Ist es denn überhaupt möglich, ein ganzes Dorf zu evakuieren? Sie sind hier geboren, sie arbeiten hier. It's your hometown, it's not so, yeah, not so easy, I think, for the government. Yeah, it's not easy, but... Es ist nicht einfach, aber das Geld macht vieles möglich. Eine Hoffnung haben wir, und das ist unser Tempel. Wenn der nicht wäre, wäre es einfach für die Regierung. Der Tempel beschützt uns. So, living temple is protected as like a protected monument area, they were saying. So, the living temple is protected for the local peoples, what we are believing things. And also at the moment in the government, ist die Regierungspartei BJP sehr hilfreich in religiösen Fragen. So they are not only doing for the monument, they are like also living temples, and they are going to scope for the people who live there, who worshipping there for the temples and the gods, all these things. So still we have hope from this living temple. It's not easy to vacate all the Hampi people. This is my knowledge, what I am saying. Lord Shiva, I mean Pampapati, the name of the god in Hampi, he is going to protecting us. Pampapati beschützt uns. Das ist ein anderer Name für Shiva. Pampapati is the name of Shiva.
Ayo.